Und deshalb würde ich diese kleine Actioncam jederzeit den anderen Actioncams vorziehen. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um eine Actioncam gehen, um genau zu sein, um diese hier. Und das ist die DJI Osmo Action. Was die kleine Kamera alles kann und warum ich sie so sehr mag und sie täglich nahezu benutze, erfahrt ihr in diesem Video. Klein, kompakt, sie passt in eine Hand, aber das können viele Actioncams. In diesem Video soll es ja darum gehen, was kann die Osmo Action besonders gut, beziehungsweise warum benutze ich sie als mein Vlog-Setup, als, ja, wenn ich irgendwas filme, wo eventuell eine Spiegelreflex kaputt gehen könnte. 4K, 60 FPS, das können auch andere Kameras, genauso wie 4K, 30 FPS in HDR oder 10 Meter wasserdicht ohne zusätzliches Gehäuse. Das sind Standarddaten. Aber es kommt ja nicht auf die Standards an, sondern auf das, was diese Kamera so besonders macht. Gehen wir mal ins Detail und gucken uns erstmal an, was diese kleine Kamera nicht kann. Was die Osmo Action auf jeden Fall nicht kann, ist das Regulieren des Weitwinkels. Du hast einen Winkel und das war's. Mehr kannst du damit so gesehen nicht machen. Das ist schade und das würde auch bestimmt anders machbar sein. Allerdings, so können wir auch die 4K nutzen und selber entscheiden, welchen Bildausschnitt wir am liebsten in unserem Video hätten. Außerdem ist diese kleine Kamera für schwache Lichtverhältnisse total unbrauchbar. Ich meine, das sind auch andere Actioncams, aber ja, es geht hier halt eben um die Nachteile, beziehungsweise was die Kamera nicht kann. Und da muss das definitiv genannt werden. Schlechte Lichtverhältnisse kann der kleine Bildsensor nicht ab. Nun aber zu den Punkten, was mich an dieser kleinen Kamera am meisten überzeugt hat. Die kleine Kamera kann einiges abhaben. Wie wir hier sehen, sie ist mir auch das ein oder andere Mal runtergefallen. Hat sich von der Befestigung am Auto gelöst. Ist mir ins Wasser gefallen. Ist mir beim Fahrradfahren aus der Tasche gefallen. Direkt vom Rucksack. Oder hat auch einen Sturz überlebt. Und die Kratzer daran sind definitiv nicht der Rede wert. Ein weiterer besonders toller Punkt ist der Touchscreen. Er funktioniert einwandfrei und reagiert auf jede Handbewegung. Wenn wir uns das mal angucken, ich gehe in die Einstellung und bin schon drin. Ich kann hier zum Beispiel Intervalle einstellen, ohne Probleme. Ich scrolle rüber, der Touchscreen reagiert direkt und präzise. Und das können andere Actioncams nicht so gut. Wer jemals eine GoPro bedient hat, weiß, wie nervig das manchmal sein kann. Ein weiterer toller Punkt ist dieser kleine Bildschirm. Der hilft beim Vloggen extrem. Ja, man kann den hinteren Bildschirm nicht dazu schalten und das parallel laufen lassen. Aber seien wir mal ehrlich, wenn ich vor der Kamera bin, dann möchte ich mich sehen und nicht, dass jeder mein Bild sieht, wenn ich damit durch die Gegend renne. Die Bildstabilisierung der kleinen Kamera ist auch ein sehr großer Pluspunkt. Und ich werde euch hier mal ein paar Aufnahmen mit und ohne Rocksteady einblenden, dass ihr das mal vergleichen könnt. Name. Ohne Rocksteady, Aufnahme mit Rocksteady. Ein weiterer Pluspunkt ist das Farbprofil, was man wählen kann. Man kann zwischen einem DJI Farbprofil wählen und einem flachen Farbprofil. Dabei sollte man halt eben gucken, welches passt besser. Möchte ich Color Graden oder soll ich die Bilder aus der Kamera einfach so lassen? Ich persönlich mag das flache Farbprofil, da kann man noch ein bisschen was an den Farben drehen und das Ganze natürlich gestalten. Ein weiterer Grund, weshalb ihr euch für die Osmo Action entscheiden solltet, ist definitiv der Preis. Der liegt momentan auf dem Gebrauchtwarenmarkt bei ungefähr 200 Euro. Das ist für eine Actioncam, die so viel Leistung bietet,
extrem wenig. Im Vergleich zu anderen, die ungefähr dasselbe können, wie zum Beispiel eine GoPro Hero 8 oder 9, ja, die sind deutlich teurer und bieten bei weitem nicht genau diese Performance, auf die ich nachher zu sprechen komme, weil eins hat die Osmo Action den GoPros um Welten voraus. Wenn wir schon gerade bei dem Thema GoPro waren, es gibt jede Menge Zubehör, was günstig für die GoPro hergestellt wurde und was man auch günstig aus diversen China-Shops bestellen kann. Und all das, außer die Cases, passen auf die DJI Osmo Action. Man kann sie einfach benutzen und egal, ob es jetzt um einen Selfie-Stick oder gewisse Befestigungen wie einen Brustgurt, einen Kopfgurt oder sonst was geht, du kannst alles genauso benutzen wie mit einer GoPro. Nur halt eben, dass du keine GoPro hast, sondern eine Osmo Action. Natürlich gibt es auch extra Zubehör für die Osmo Action, wie zum Beispiel die ND-Filter. Auf das Zubehör für die Osmo Action werde ich in einem gesonderten Video zurückkommen, was ist sinnvoll und was nicht. Seid gespannt! Nun aber zu dem Grund, weshalb die Osmo Action meine Lieblings-Action-Cam ist. Und zwar, weil sie einfach alles mitmacht. Egal welche Temperaturen, egal welche Umgebung. Bisher hat sie bei mir alles mitgemacht, ist nicht kaputt gegangen. Und wir reden hier über ein älteres Gerät. Das habe ich ja selber gebraucht gekauft und es macht alles mit. Was diese kleine Action-Cam vielen anderen voraus hat, ist ihre Zähigkeit in Bezug auf Temperaturen. Wir hatten mal ein kleines Filmprojekt und zwar eine goldene Hochzeit, die wir aufgenommen haben mit Kutschfahrt und allem drum und dran. Mein Kollege war sehr von seiner GoPro überzeugt und hat diese an der Kutsche festgemacht. Ende vom Lied, die GoPro ist ausgefallen, während die kleine Osmo Action tapfer die ganze Kutschfahrt aufgezeichnet hat. Und gerade wegen dieser Temperaturunempfindlichkeit mag ich die Kamera. Ich hole sie überall mit. Sie ist klein, sie passt in meine Hosentasche, in den Rucksack einfach reinschmeißen, mitholen und los geht's. Oder halt eben in meinem Vlog-Setup. Letztendlich muss man sagen, ja, es gibt verdammt viele gute Action-Cams. Aber was nützt mir die beste Action-Cam, wenn sie nicht aufnimmt, wenn ich es gerade brauche? Denn es gibt Situationen, die nicht nochmal kommen, die man einfach nicht wiederholen kann. Momente, die einzigartig sind. Und die will ich auf jeden Fall einfangen können. Und das konnte mir bisher keine andere Action-Cam außer die Osmo Action bieten. Deshalb und für 200 Euro auf dem gebrauchbaren Markt definitiv meine Empfehlung. Es schont den Geldbeutel und es ist eine unglaublich gute Kamera und bietet all das, was auch moderne Kameras bieten. Natürlich zeichnet diese kleine Kamera nur in 4K 60 auf und es gibt Kameras, die durchaus eine bessere Performance oder ein besseres Bild bieten, aber das Gesamtpaket spricht absolut für die Osmo Action, aus meiner Sicht. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es genauso seht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch einen schönen Tag.